Herzlich willkommen wieder zu unserer Bible Study. Und wir kommen heute zu einem kleinen Paulusbrief, den Titusbrief. Dienstanweisungen für Titus, ein enger Mitarbeiter des Apostels Paulus. Wir wollen zunächst wieder etwas die Einleitungsfragen betrachten, ein bisschen andere Schwerpunkte setzen als beim ersten Timotheus und beim zweiten Timotheusbrief und dann auch den Inhalt wieder durchsprechen, was verhältnismäßig schnell geht, weil es ein sehr kurzer Brief ist. Als Verfasser gilt Paulus. John MacArthur in seiner Studienbibel sagt, dass es völlig unbestritten ist, weil die Indizien einfach ganz stark sind. Schön wäre es, wenn es so wäre, aber in der historisch-kritischen Theologie wird die paulinische Verfasserschaft normalerweise abgelehnt, wie wir noch sehen. Aber es gibt sehr gute Argumente für Paulus als Verfasser und es war auch bis in die neuere Zeit völlig selbstverständlich, dass dieser Brief von Paulus ist. Der Briefeingang nennt klar Paulus als Verfasser, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi. Und im Brief selbst spricht er oft von Ich und das passt sehr gut, was wir von Paulus her kennen. Und von daher gibt der Verfasser sich eindeutig als Paulus zu erkennen. Die Theologie ist auch paulinisch, da ist nichts, was wir mit Paulus nicht in Verbindung bringen könnten. Inhaltliche und sprachliche Verbindungen bestehen sehr starke, vor allem zum ersten Timotheusbrief, aber auch zum zweiten Timotheusbrief. Und das Zeugnis der alten Kirche war auch ganz einmütig, einhellig, dass der Apostel Paulus Verfasser dieses Briefes ist. Da gab es überhaupt nie einen Zweifel daran oder irgendwelche Alternativen. Auch muss man sehen, dass diese Vorstellung, dass jemand unter dem Namen des Paulus einen Brief verfassen würde, was dann nicht gemerkt wird und er als Paulusbrief dann angenommen wird, fälschlicherweise sozusagen, das ist historisch sehr schwer vorstellbar. Vor allem deswegen auch, weil Pseudepigraphie in der Urgemeinde sehr negativ angesehen wurde, nämlich schon als das, was es ist, nämlich als Betrug. Und deswegen wurde Pseudepigraphie in der Urgemeinde abgelehnt und hätte die Gemeinde angenommen, dieser Brief wäre nicht von Paulus, dann wäre er nie und nimmer ins Neue Testament gekommen. Die Vertreter historisch-kritischer Theologie sehen es naturgemäß anders. Die Hauptargumente gegen Paulus sind folgende. Man sieht die Unvereinbarkeit mit der Apostelgeschichte in verschiedenen geografischen Angaben. Man kriegt also die Bewegungen, die geografischen Bewegungen des Paulus und auch die verschiedenen Orte und Dinge, die da genannt werden, nicht unter in der Apostelgeschichte, so wie wir diese 28 Kapitel haben. Dann wird gesagt, so ganz typische Paulus-Themen, gerade die Rechtfertigung aus Glauben und so, wird nicht so geritten, wie wir das sonst von Paulus her kennen. Auch für Paulus im Titusbrief haben wir so eine ganz untypische Betonung guter Werke. Das ist nämlich ein Merkmal des Titusbriefes, dass mehrmals sehr stark die guten Werke der Gläubigen betont werden. Man sagt, es sei ganz untypisch für Paulus, was so natürlich nicht stimmt, weil Paulus an vielen, vielen Stellen natürlich vom Lebenswandel der Gläubigen spricht. Und das hat auch mit guten Werken zu tun. Hauptgrund ist auch wieder linguistische Argumente und ein unpaulinischer Stil, was natürlich bei der Kürze eines solchen Schreibens nicht gerade Substanz hat, weil es einfach viel zu kurz ist, um hier Aussage über den Stil des Verfassers zu machen. Generell wird halt in der historisch-kritischen Theologie davon ausgegangen, dass es was ganz Normales ist und nichts Verwerfliches ist, wenn man unter dem anderen und einem falschen Namen einen Brief schreibt, wenn man eine gute Absicht damit verbindet. Und die wird dem Verfasser zweifellos zugestanden, dass er einfach ermutigen möchte, ermahnen möchte und einfach zur besseren Aufnahme seines Schreibens sich unter dem Pseudonym des Paulus begibt. Als Empfänger wird Titus genannt, namentlich in der Anrede in Kapitel 1, Vers 4, an Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Namentliche Anrede hier, aber auch zahlreiche persönliche Anreden im Brief, immer wieder du, du, du.
Das heißt, es ist nicht ein Gemeindebrief, sondern ein Brief an eine Einzelperson. Und diese Einzelperson wird mit Titus angeredet in 1 Vers 4. Titus, wie wir ihn in der Bibel kennen, ist ein Heidenchrist. Das lesen wir in 2. Korinther 8, Vers 23. Wird von ihm berichtet. Was Titus betrifft, so ist er mein Gefährte und Mitarbeiter für euch. Unsere Brüder aber sind Gesandte der Gemeinden, eine Ehre des Christus. Also Titus als Gefährte und Mitarbeiter des Paulus, aber er war eben kein Judenchrist, sondern er war ein Heidenchrist. Und das geht aus Galaterbrief Kapitel 2 hervor, wo es ganz klar heißt in Vers 3, aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Also er war unbeschnitten, er war Grieche. Und anders als Timotheus hatte er auch keine jüdische Mutter, sondern er war wirklich Grieche und ist bekehrt worden und wurde zum Mitarbeiter des Apostels Paulus. Rekrutiert wurde er entweder vor oder während der ersten Missionsreise. Und er hat dann Paulus nach Jerusalem begleitet. Das lesen wir in Kapitel 2, Vers 1 bis 10, wo Paulus schreibt, darauf nach 14 Jahren zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ja, also Barnabas, Paulus die Haudegen und Titus als jüngerer Mitarbeiter wird da mitgenommen. Und da hat er einiges lernen können bei dieser Jerusalem-Reise, was auch, denke ich, im Titusbrief eine Rolle spielt. Denn es heißt, ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und legte ihnen besonders den Angesehenen, damit meint er wohl den Aposteln, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich lief oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Also da war Titus selbst ein Streitobjekt, weil da sehr gesetzliche Judenchristen dann meinten, wenn man also so richtig, ganz richtig gläubig ist, dann müsste man sich auch als Heide beschneiden lassen. Ja. Eben so judaistische Christen, die einfach eine Überbetonung des Gesetzes mitbrachten. Aber da hat Paulus sich ganz entschieden dagegen gewehrt und das war auch eine wichtige Lektion für Titus. Ja. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, also schon damals in Jerusalem gab es Brüder, die sich so einschleichen und versuchten eben das Judaistische zu betonen. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hineingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten. Unter Jochen, unter das Gesetz, meint Paulus. Den gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Also der Titus, als er den Paulus begleitet hatte bei dieser Reise nach Jerusalem, hat er praktisch die Erfahrung gemacht, dass man diesen judaistischen Irrlehrern nicht nachgeben darf und irgendwie das Evangelium dadurch verfälschen, indem man doch wieder durch die Hintertür so gesetzliche Lehren einführt, die einfach mit dem Evangelium von Jesus Christus nicht vereinbar sind. Ja. Und es ist dann die Frage, ob dieses Treffen, von dem Paulus hier im zweiten Galaterbrief, im zweiten Kapitel des Galaterbriefes berichtet, ob dieses Treffen identisch ist mit dem sogenannten Apostelkonzil von Apostelgeschichte 15. Das ist umstritten in der Theologie. Ob das eine andere Reise ist, die vorher war, oder doch identisch mit der Apostelgeschichte 15. Auf jeden Fall war bei dieser ersten Reise Titus dabei und hat mit Paulus da gewisse Erfahrungen gemacht, wie man auch kämpfen muss, um das Evangelium und das nicht verwässern darf durch gesetzliche Irrlehren. Er war dann auch Paulus Begleiter auf der zweiten und dritten Missionsreise und hatte unglaublich viele missionarische Erfahrungen gemacht. Insgesamt wird Titus 13 Mal im Neuen Testament erwähnt, das ist also ziemlich oft, allein 9 Mal davon im zweiten Korintherbrief. Es hat damit zu tun, dass er dort sehr länger gedient hat im Auftrag des Paulus und auch ein bisschen hin und her gesandt wurde von Paulus immer wieder auch nach Korinth. Und von daher wird er im zweiten Korintherbrief sehr häufig erwähnt. Er war als Mitarbeiter des Paulus natürlich viel unterwegs und wir sehen, dass er
längere Zeit in Korinth gedient hatte, aber eben dann auch hier auf Kreta, auf dieser großen Mittelmeerinsel in Kapitel 1, Vers 4. Und am Ende des Lebens von Paulus geht er noch nach Dalmatien, auch da wieder so eine Station, wo er einfach Leitungsaufgaben übernimmt. Diejenigen Theologen, die davon ausgehen, dass Paulus den Titusbrief nicht geschrieben hat, sind natürlich auch, was den Verfasser betrifft, dann anderer Meinung. Dann ist klar, wenn Paulus schon lange gestorben ist, dann wird auch jetzt dieser Titus nicht der ursprüngliche Empfänger sein, sondern das ist rein fingiert, eben aufgrund dieses Schreibens eines unbekannten Verfassers, nur im Namen oder in der Figur des Paulus. Abfassungszeit und Abfassungsort, das ist umstritten, auch bei denen, die die Echtheit des Briefes anerkennen. Wie wir es schon beim 1. Timotheus und 2. Timotheusbrief gesehen haben, gibt es so drei Hauptvarianten. Die meisten Ausleger glauben, dass die Pastoralbrief und damit auch der Titusbrief zwischen der ersten oder zweiten römischen Haft des Paulus geschrieben wurde, als er nochmal eine Missionsreise tat in Mazedonien. Und von daher entweder in Korinth oder vielleicht auch Nikopolis, wenn er dann schon dort war. In Kapitel 3, Vers 2 erwähnt Paulus, dass er in Nikopolis überwintern möchte. Und vielleicht war er schon dort und hat dann diesen Brief dort geschrieben. Das wäre dann zu der Zeitrahmen 62 bis 64 nach Christus. Es gibt aber auch die Auffassung, dass die Pastoralbriefe entstanden sind während des Gefangenentransports von Paulus von Caesarea nach Rom. Und dann wird der Titusbrief verfasst sein, wahrscheinlich auf der Insel Kephallenia, auf jeden Fall früher vor der ersten römischen Haft, 59 bis 60 nach Christus. Eine dritte Variante ist, dass die Pastoralbriefe zeitlich während einer Rundreise des Paulus, also zumindest der erste Timotheus und der Titusbrief, während einer Rundreise des Apostels Paulus, die er unternommen hatte während seiner dritten Missionsreise, die aber in der Apostelgeschichte nicht berichtet wird. Und deswegen haben wir hier die Daten nicht in Übereinstimmung mit den Angaben in der Apostelgeschichte. Also das ist auch eine interessante Theorie, die Argumente für sich hat. Und dann wäre der Titusbrief noch früher verfasst, nämlich 57 bis 58 nach Christus. Ja, also bibelgläubige Ausleger sehen eine dieser drei Zeiten und Entstehungsorte für den Titusbrief. Die meisten würden es zwischen der ersten und der zweiten römischen Haft einsortieren. Historisch-kritische Ausleger, die Verfasserschaft des Paulus ablehnen, die gehen davon aus, dass Paulus schon 30, 40 Jahre tot ist und ein Paulus-Schüler, der ein Fan ist von Paulus, der auch in seinen Lehren beheimatet und bewandert ist, er möchte Christen ermutigen und schlüpft praktisch unter dem Namen des Paulus und veröffentlicht dann dieses Schreiben. Aber es ist so fingiert als ein Brief des Paulus an Titus, ja. Und es ist lange nach dem Tod des Paulus erst geschrieben, zeitlich auch auf jeden Fall von der Reihenfolge 1. Timotheus, dann Titus, dann 2. Timotheus. Und man weiß natürlich dann auch überhaupt nicht, wo der unbekannte Verfasser dann wohnte und lebte, als er diesen Brief geschrieben hat. Datiert wird es dann auf etwa 110 nach Christus. Anlass und Zweck. Bei Annahme der Echtheit des Briefes haben wir hier klar Dienstanweisungen an Titus für seinen pastoralen Dienst auf Kreta, so wie heißt es in Kapitel 1, Vers 5, dass er auf Kreta zurückgelassen wurde und dass Paulus ihn jetzt hier Informationen zukommen lässt. Hoppla. 1, Vers 5. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Also offenbar waren Paulus und Titus zusammen auf Kreta. Paulus ist weitergezogen und hat ihm einfach diesen Auftrag gegeben, das noch alles in Ordnung zu bringen und noch weiterhin Älteste einzusetzen überall. Also diese Dienstanweisung. Und das Ganze findet aber in einem Klima statt, eine permanente Anfeindungen und
permanenter Widerstand von Irrlehrern, von denen die meisten einen jüdischen Hintergrund haben. Also durch vornehmlich jüdische Irrlehrer. Und da muss er sich behaupten und bewähren und die gesunde Lehre fördern. Wenn der Verfasser nicht Paulus ist, sondern ein späterer Nachfolger des Paulus, der die Gemeinden aber ermutigen möchte, dann ist Anlass und Zweck, dass er eben Nöte sieht in den Gemeinden und er möchte Gemeindeleitern eine Hilfestellung geben, indem er Gedanken des Paulus aktualisiert und unter Nutzung der geistlichen Autorität des Paulus das in den Gemeinden etablieren möchte. Ja. Aber das ist sehr, sehr problematisch und passt nicht einfach zum Geist des Neuen Testaments, wo Wahrheit, Aufrichtigkeit natürlich eine große Rolle spielt. Die Charakteristika des Titusbriefes sind folgende. Man kann das nächste Mal sagen, allgemein ist es eben auch wieder ein pastoraler Mitarbeiterbrief, so wie 1. und 2. Timotheus, auch wie diese sachlich persönlich gehalten, also nicht polemisch, kämpferisch, ja, sondern sehr sachlich, nüchtern, aber auch persönlich. Er zeichnet sich aus durch eine große Kürze, nur 46 Verse. Das heißt, der 1. Timotheusbrief mit 113 Versen ist praktisch 2,5-mal so umfangreich. Und selbst der 2. Timotheusbrief ist noch fast doppelt so umfangreich wie der Titusbrief. Also ein sehr kurzer Brief. Trotz der Kürze ist er nicht unbedeutend, er ist durchaus wichtig. Und Paulus setzt immer wieder auch theologische und christologische Akzente, wo er einfach mit ein paar Versen, manchmal auch nur einen Halbsatz, einfach auf Christus und auf Gott hinweist und dadurch noch auch theologischen Tiefgang reinbringt. Insgesamt wird das Heil in Jesus Christus und Gott als Heiland und so Christus als Heiland sehr stark betont. Und diese Heilsbetonung dient sicherlich der Zurüstung, dass der Titus das weitergibt an die Gemeindeleiter, an die Ältesten, damit sie einfach von vornherein eine Fokussierung auf das Heil in Jesus Christus haben, damit sie die Gemeinde anleiten, eine wirksame Evangelisation zu betreiben. Also wenn man sich viel mit dem Heil in Jesus Christus beschäftigt, dann fließt auch das Herz über und man spricht davon und möchte, dass andere auch Anteil haben an diesem Heil. Von daher ist es eine sehr wichtige Akzentsetzung und Ausrichtung durch diese Heilsbetonung. Der Titusbrief hat sehr praktische Themen und er hat eine große Ähnlichkeit zum 1. Timotheusbrief, einfach vom Inhalt her auch, werden sehr ähnliche praktische Themen verhandelt. Einsetzung von Ältesten und damit verbunden auch Kriterien von Ältesten. Was müssen Älteste kennzeichnen, damit sie in der Lage sind, dieses Amt einzunehmen? Der Umgang mit Irrlehrern ist ein Thema. Und hat vielleicht auch ein bisschen mit der Mentalität der Kreter zu tun. Denn in Kapitel 1, Vers 12 macht Paulus eine sehr erstaunliche Aussage. Da zitiert er einen griechischen Dichter aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, in dem Fall hier Epimenides. Paulus zitiert in der Apostelgeschichte und auch anderswo auch mal andere Dichter. Er kennt sich da schon ein bisschen aus in der griechischen Literatur. Und er bringt da einen steilen Spruch dieses sehr berühmten griechischen Dichters, der in Kreta geboren war. Und von daher kann man sagen, der muss es ja wissen. Ne? Und er sagt da, einer von ihnen, ihr eigener Prophet, und damit meint er diesen Epimenides aus dem 6. Jahrhundert, hat gesagt, und das ist so eine Beurteilung seiner Landsleute, der Kreter, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Also das ist so eine Aussage. Man muss wissen, dass Epimenides die Griechen auf Kreta als den Abschaum der griechischen Zivilisation betrachtet hat. Hat eine sehr, sehr negative Meinung von den Kretern gehabt und hat vielleicht auch entsprechende Erfahrungen gemacht. Auf jeden Fall Lügner. Wird ihnen attestiert, dass da viele darunter Lügner sind. Und das bezieht Paulus hier auf die Irrlehrer, die eben da mit Lügen auch hantieren. Also es
mag auch eine spezielle Problematik bis hin unter den Kretern vermehrt gewesen sein. Dann der Umgang mit verschiedenen Alters- und Personengruppen ist ein praktisches Thema, was hier angesprochen wird. Und natürlich die Förderung gesunder Lehre, wie das geschehen kann. Und die Betonung guter Werke. Wir werden beim Verlauf des Briefes immer sehen, wie immer wieder Paulus darauf hinweist, wie wichtig es ist, dass die Gläubigen angehalten werden, wirklich gute Werke zu tun, ganz praktisch. Also sehr praktisch, praktische Themen. Und trotzdem und trotz der Kleinheit ist noch Platz für sehr pointierte theologische Lehren, die Paulus hier unterbringt und die wir auch von anderen Paulusbriefen her kennen, diese Themen. Einmal Gottes souveräne Erwählung der Gläubigen. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes. Glauben der Auserwählten Gottes. Und auch in Vers 2 noch. Und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also diese Auserwählung und diese Segnungen vor ewigen Zeiten verheißen. Auch die rettende Gnade Gottes ist ein Thema, was Paulus an zwei Stellen betont. In Kapitel 2, Vers 11 sagt er, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Damit meint er die Ankunft Jesu Christi. Er ist die Gnade Gottes in Person. In seiner Person ist sie erschienen und bringt alle Menschen Heil oder hat das Potenzial, allen Menschen das Heil zu bringen. Und Kapitel 3, Vers 5 wird nochmal gesagt, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und so weiter. Also aufgrund seiner Barmherzigkeit, und das entspricht auch der Gnade. Ja, das ist das Gleiche im Wesentlichen. Gottes rettende Gnade, seine Barmherzigkeit. Nicht aufgrund von Leistung des Menschen. Dann Christi Gottheit und Wiederkunft in Kapitel 2, Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes. Nämlich, wahrscheinlich ein das Und bedeutet nämlich, also es wiederholt diesen Gedanken, das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes, er meint damit die Wiederkunft Jesu, und unseres Retters Jesus Christus. Also es sind eher wahrscheinlich zwei Dinge hier, Gott der Vater, dessen Herrlichkeit erscheint, und dann noch Jesus Christus, der kommt, sondern wahrscheinlich ist es so zu verstehen, dass wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Und indem Jesus wiederkommt, erscheint die Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Gottes Jesus, und er ist auch gleichzeitig der Retter. Jesus Christus auch gleichzeitig da. Also Christi Gottheit und Wiederkunft ist hier betont. Sein stellvertretendes Erlösungswerk in Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Ja. Und sich selbst, für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also stellvertretendes Erlösungswerk. Interessantes Thema ist auch in Kapitel 3, Vers 5, wo er von der Wiedergeburt und der Erneuerung der Gläubigen durch den Heiligen Geist spricht. Kapitel 3, Vers 15, hier nach der Schlachtübersetzung. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, jetzt Vers 5, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Hier gibt es allerdings zwei unterschiedliche theologische Auffassungen bei dieser Stelle. In der guten Nachricht oder Hoffnung für alle, gute Nachricht meine ich, da steht durch die Taufe. Das Bad der Wiedergeburt wird als die Taufe betrachtet. Und in der römisch-katholischen und auch in der lutherischen Kirche haben wir die sogenannte Taufwiedergeburtslehre, dass Gott durch die Taufe die Wiedergeburt bewirkt. Und wenn man dann Säuglinge tauft, dann sind alle diese getauften Säuglinge durch die Gnade Gottes und durch den Geist Gottes in der Taufe wiedergeboren worden zu einem neuen Leben und werden von dahin als Christen betrachtet. Das ist die Taufwiedergeburtslehre und die versteht das Bad der Wiedergeburt als die Taufe. Aber es ist viel, viel besser, es so zu verstehen, dass die Wiedergeburt als ein Bad
als ein Reinigungsbad praktisch betrachtet wird. Er hat uns wiedergeboren oder er hat uns errettet durch die Wiedergeburt, die ein Reinigungsbad darstellt. Und dann heißt es noch und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Entweder ist dieses und aufzählend, er hat uns errettet durch Punkt A, die Wiedergeburt, die ein Reinigungsbad ist, und zweitens durch die Erneuerung, die der Heilige Geist dann bewirkt im Leben des Gläubigen. Entweder ist es so, Wiedergeburt als der Anfang und dann die weitergehende beständige Erneuerung durch den Geist Gottes und das Ganze dient der Errettung. Das ist so zu verstehen. Oder auch hier ist das Zweite das Gleiche wie das Erste und es sagt es nur mit anderen Worten. Ja, das heißt, dass das Bad der Wiedergeburt identisch ist mit der Erneuerung, die der Heilige Geist bewirkt beim Gläubigen. Das macht auch sehr viel Sinn, diese Auffassung. Die andere wäre nicht falsch, ja, dass man es als zwei Sachen sieht, Wiedergeburt plus Erneuerung durch den Heiligen Geist, die dann ein lebenslanger Prozess ist. Man kann es aber so verstehen, dass es errettet werden durch die Wiedergeburt und diese Wiedergeburt ist die Erneuerung durch den Heiligen Geist, wo wir den Heiligen Geist bekommen und grundsätzlich zu einem neuen Menschen werden, was natürlich dann lebenslang sich auswirkt. Aber auf jeden Fall wird die Wiedergeburt angesprochen und auch die Erneuerung der Gläubigen durch den Heiligen Geist. Entweder als nachfolgenden Prozess der Wiedergeburt oder das ist eine andere Beschreibung des Vorgangs der Wiedergeburt. Ein letztes theologisches Thema, was noch auftritt im Titusbrief, ist, dass Gott und Jesus Christus als Retter bezeichnet werden. Und das ist schon auch ein bisschen ungewöhnlich, vielleicht Gott als Heiland. Christus als Retter ist gängig, aber dass Gott auch da als Heiland so beschrieben wird, das ist etwas Besonderes im Titusbrief. Wir haben Kapitel 1, Vers 3 bis 4. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters oder unseres Heilandes. An Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter, unserem Heiland. Also Heiland, Gott als Heiland und Jesus Christus als Heiland. Und dann auch in Kapitel 2, Vers 10 sagt er, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Der Lehre unseres Retters, also Gott, Jesus Christus als Retter. Auch Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, nämlich unseres Retters Jesus Christus. Kapitel 3 bis 4, Kapitel 3, Vers 4 noch und 6. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Und Vers 6, den hat er reichlich über uns ausgegossen, den Heiligen Geist, durch Jesus Christus, unseren Retter. Also das wird sehr auffällig betont, dass Gott uns rettet. Und natürlich motiviert das dann auch die Gemeinde, sich einzusetzen, dass Menschen gerettet werden durch den Glauben an Jesus. Und auch der Heilsplan, wie Gott es dann bewerkstelligt hat, der steht hier im Zentrum des Briefes, ja, kann sagen, fast in der Mitte des Briefes, Kapitel 2, 11 bis 14, ist so dieses große Zentrum, der Heilsplan Gottes. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ja, das ist der Plan Gottes. Ja, dazu, wie er die Rettung gemacht hat und wozu er die Rettung gemacht hat. Also, obwohl er so kurz ist, der Brief, und obwohl er, wie wir gesehen haben, sehr viel praktische Themen bearbeitet und behandelt, haben wir doch sehr prägnante theologische Lehren, die sehr, sehr wichtig sind.
So, jetzt gehen wir einfach den Brief mal durch, diese 46 Verse. Das geht recht schnell und das meiste davon werde ich dann auch noch mal ein bisschen lesen. Er nennt Paulus als Verfasser, Empfänger, den Titus und einen Gruß. Und wie Paulus das immer macht, in dieses Gerüst des Briefeingangs, Verfasser, Empfänger, Gruß, da streut er dann Theologie rein und führt das etwas näher aus und bringt dadurch die Taten Gottes und die Eigenschaften Gottes zum Leuchten. Ja, so ist es auch hier. Im Grunde genommen genügt beim Briefeingang nur zu sagen, Paulus an Titus, meinen Gruß. Ja, das wäre die ganze Kurzform eines Briefeingangs. Aber Paulus macht aus diesem Standard-Briefeingang etwas Besonderes. Ja, macht aus dieser normalen Mahlzeit wirklich ein Festessen, indem er das ausführt und Theologie reinpackt und Informationen gibt, die unser Herz ja höher schlagen lassen. Er sagt, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, Knecht und Apostel, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Wichtige Ausdrücke hier. Einmal Erkenntnis der Wahrheit, Gottesfurcht und Glaube. Ja. Entsprechend aber nicht nur nicht sein Privatglaube, sondern es ist der Glaube, wie er allen Erwählten Gottes eigen ist, wie er dem entspricht, dem Glauben der Auserwählten Gottes. Und damit zeigt er Gott als denjenigen, der auserwählt. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also er packt eigentlich so viel Theologie hier rein, so viele Aussagen über Gott und auch über den Glauben, dass man allein schon im Briefeingang viel lernen kann. Und meistens ist es auch so, dass der Briefeingang bestimmte Themen vorbereitet, die er dann im Verlauf des Briefes dann auch behandelt. Und das ist auch hier der Fall, wenn er hier zum Beispiel betont, nach der Erkenntnis der Wahrheit und der Gottesfurcht, dass es eben der Wahrheit entsprechen muss und nicht wie die Irrlehrer dann, die dann so andere Sachen da reinschleichen wollen in die Gemeinde. Ja, also es hat dann alles schon ein bisschen seinen Zweck, seinen tieferen Zweck, warum er auch das hier so formuliert. Beim Empfänger sagt er, Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Also Titus ist wohl durch Paulus zum Glauben gekommen, sein echtes Kind, nicht leibliches Kind, aber geistliches Kind. Er hat ihn praktisch gezeugt geistlich durch den Heiligen Geist, indem er ihm das Evangelium verkündigt hat. Er ist zum Glauben gekommen und hat aber dann den gleichen Glauben wie Paulus auch angenommen. Er hat also hier jemanden, dem man nicht alles groß erst erklären muss, sondern er weiß, Titus, dieser Mitarbeiter, der hat den gleichen Glauben, der hat die gleichen Überzeugungen wie ich auch. Und als Gruß wieder typisch Paulus, Gnade, Barmherzigkeit, Friede, das sind so Schlagworte, die da immer kommen bei diesen Grüßen. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Dies unserem Retter ist wieder ein bisschen speziell. Meistens ist dann und dem Herrn Jesus Christus Punkt. Aber hier fügt Paulus noch hinzu, unserem Retter, weil er mit diesem Brief einfach auf dieses Heilswerk und die Notwendigkeit zu evangelisieren immer wieder hinweisen will. Die Einsetzung von Ältesten ist dann das erste große Thema und entspricht sehr, sehr dem, was wir auch im ersten Timotheusbrief lesen, weil dort ging es auch darum, dass Timotheus Kriterien an die Hand bekommt für die Einsetzung von Ältesten. Titus soll in den Städten Kretas Älteste einsetzen. Das heißt, Titus war nicht nur verantwortlich für eine Ortsgemeinde, sondern er war verantwortlich praktisch für die ganze Insel, geistlich gesehen, und soll in all den Städten, wo es Gemeinde gibt, dann auch Älteste einsetzen. Paulus hat es in der kurzen Zeit, wo er dort war, noch nicht machen können, weil es einfach auch ein bisschen Zeit braucht, bis Gemeinden sich bilden und dann auch die Leute herauskristallisieren, die dann in Leitungspositionen hineingebracht werden sollen. Aber das war noch die unvollendete Aufgabe, eben das noch abzuschließen, dass jede Gemeinde dann einfach auch leitungsmäßig gut versorgt ist. Und dafür braucht es natürlich klare Kriterien. Und da hat Paulus einfach ein gewisses Set an Kriterien an der Hand, was ihm vorschwebt, wie Menschen sein müssen, wenn sie in geistlichen
Zusammenhängen Leitungsverantwortung bekommen. Und das geht es dann nicht um das wortwörtliche Aufzählen von einem Kriterienkatalog, der dann überall genau gleich ist, sondern es geht um die Inhalte. Die Inhalte sind überall gleich, aber die Formulierung, wie diese Kriterien, diese Eigenschaften der Ältesten exakt jetzt formuliert werden, das variiert immer ein bisschen. Und wenn man also die Kriterien für Älteste im 1. Timotheusbrief liest, dann ist es im Wesentlichen das Gleiche wie auch hier, aber nicht wortwörtlich gleich, aber inhaltlich schon gleich. Ja. Welche Kriterien nennt Paulus hier? Es sind eigentlich drei große Themen, die er sagt. Einmal vorbildlicher Familienvater. Es müssen Väter sein, sollen also auch Lebenserfahrung haben, sollen eine Familie haben und darin auch sich bewährt haben, vorbildlich sein. Deswegen in Vers 6 sagt er, wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau, also nicht jemand, der mehrere Frauen gleichzeitig hat, entweder parallel oder sukzessive viel Ehe, eine nach der anderen, ne, Mann einer Frau und treue Kinder hat. Also Kinder, die jetzt geraten sind, will ich mal sagen, ja, die jetzt nicht als völlig gottlose Kinder verschrien sind. Treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Also die Kinder müssen, sagen wir mal, ordnungsgemäß erzogen worden sein, dass sie nicht in Ausschweifung leben oder widerspenstig aufsässig sind. Wenn einer solche Kinder hat, dann eignet er sich wahrscheinlich jetzt nicht als Gemeindeleiter. Ja. Sondern er muss als Familienvater dafür gesorgt haben, dass seine Kinder einfach hier auch ein anständiges Leben führen. Und auch gehorsam gelernt haben. Vorbildlicher Familienvater. Dann tadelloser Charakter. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichen Gewinn strebend. Es ist interessant, dass er das überhaupt erwähnen muss, diese Nichts, ja, diese No-Gos in dieser Hinsicht, sondern dass er es hier sagt, nicht eigentlich, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichen Gewinn strebend. Also diese Eigenschaften soll er nicht haben, sondern, und dann zählt jetzt eine Reihe von positiven Eigenschaften auf, gastfreundlich, wichtig, um Gäste im Haus zu haben, Gemeinschaft zu pflegen, hat man viele Gäste, wenn man in einer leitenden Verantwortung ist, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, nicht gleich aufbrausen und irgendwie vorschnelle Entscheidungen treffen, sondern besonnen sein, auch in schwierigen Situationen erstmal ruhig, gelassen bleiben, nachdenken. Besonnen sein, gerecht, heilig, beherrscht. Ja, also ein tadelloser Charakter. Charakter ist entscheidend. Nicht die Gaben, die er im Einzelnen hat, die werden gar nicht groß hier herausgekehrt, sondern es geht um Vorbild sein in der Familie, einen tadellosen Charakter, bestimmte negative Eigenschaften nicht da, dafür viele, viele positive Eigenschaften. Und dann jetzt vom Geistlichen ist eben dann auch dieses Festhalten am Wort Gottes. Das ist dann fundamental wichtig. Ja. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, ja, der sich an das Wort Gottes hält, wie es der Lehre entspricht, nicht mit Sonderlehren daherkommt, sondern wie es der Lehre, die in den Gemeinden anerkannt ist, entspricht. Festhalten am Wort Gottes. Und das ist ja die Voraussetzung, um dann auch wirksam Seelsorge üben zu können und auch die Lehre zu unterrichten, ja, wie es hier heißt, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, nur durch dieses Festhalten am Wort Gottes, wie es der Lehre entspricht. Nur durch dieses Festhalten gemäß der gesunden Lehre ist er dann imstande, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Dieses Ermahnen kann man auch mit Ermuntern, Ermutigen übersetzen. Das ist also je nach Kontext. Also man muss es immer mitdenken. Also Ermahnen hört sich immer so negativ an. Ah, dass irgendwo ein Fehler gemacht ist, wird er ermahnt. Nein, dieses Wort Parakaleo meint einfach auch ermutigen, ja, aufmuntern, ja, dass man ihn
positiv beeinflusst, dass er auch ein gesundes Selbstbewusstsein bekommt. Ein Mensch soll nicht niedergedrückt werden, ermutigt werden, aufgebaut werden. Und das geschieht mit der gesunden Lehre. Aber gegenüber denen, die da widersprechen und diese Irrlehrer, da muss man die auch überführen können anhand des Wortes Gottes, anhand der gesunden Lehre. Aber das sind die Kriterien, die es für Älteste braucht. Und das ist auch heute genauso noch vernünftig, Menschen in Leitung zu haben, die diese Eigenschaften haben. Dann der Kampf gegen die Irrlehrer. Die werden zunächst charakterisiert und dann sehr scharf zurechtgewiesen. Und wir schauen uns mal an, wie diese Irrlehrer hier charakterisiert werden in Versen 10, 11b und 12 und dann im Vers 16 noch. Da haben wir nähere Informationen, wie Paulus diese Irrlehrer hier einschätzt. Er sagt, denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, also mit jüdischem Hintergrund in dem Fall, die also gesetzestreu sind und versuchen, die Christen zu manipulieren oder wieder umzudrehen, dass sie wieder gesetzlich denken und unter die Herrschaft des Gesetzes gebracht werden. Aber wir sind dem Gesetz gestorben, hat Paulus im Römerbrief gesagt. Deswegen sollen Christen nicht unter dem Gesetz leben. Ja, wir leben in der Freiheit des Christus, die der Geist uns schenkt. Und, aber das ist hier für die Irrlehrer charakteristisch. Sie sind widerspenstige, leere Schwätzer und Verführer. Verführer, die wieder die Christen wegführen wollen, verführen wollen. Und zwar wieder vor allem, dass sie vom Gesetz sich unter das Gesetz begeben, was aber ja kein vernünftiger Heilsweg mehr ist, seitdem Jesus Christus gekommen ist. Vers 11b bis 12 heißt es, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Das ist auch noch ein Merkmal, nicht nur, dass sie falsche Sachen lehren, sondern dass sie diese Lehren auch benutzen, um sich zu bereichern. Schändlichen Gewinnes willen. Das ist oft ein sehr gutes Merkmal, wenn Leute mit ihren Lehren Geld machen wollen. Ja, das ist schon mal hochverdächtig. Hat Paulus nie gemacht. Ja, mit Lehre Geld machen wollen, sich bereichern wollen. Und das ist hier der Fall. Ja, mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Dann einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Ich hatte schon zitiert. Also Lügner. Die Lüge und die Kreter, das passt gut zusammen, will Paulus sagen. Also gerade hier müsst ihr aufpassen in Kreta, ganz besonders, da gibt es viele Lügner. Und Vers 16, noch ein Merkmal der Irrlehrer. Sie geben vor, Gott zu kennen. Also die kommen schon ein bisschen im frommen Gewand daher. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Also das, was sie leben, ist dann doch eine andere Sprache. Da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Also das ist das Problem. Zu guten Werken sind die untüchtig. Also eine sehr massive, schroffe, harte Charakterisierung der Irrlehrer. Wie wir es aber auch in der Sprache des Paulus an anderen Stellen kennen, zum Beispiel im Philipperbrief. Und angesichts dieser Herausforderung durch diese Art von Menschen, die Paulus gerade beschrieben hat, wird Titus angehalten und auch die Ältesten sollen angehalten werden, die Gemeindeleiter, diesen Irrlehrern wirklich mutig auch gegenüberzutreten und sie scharf zurechtzuweisen. Deswegen hier Vers 11a, denen muss man den Mund stopfen. Man muss ihnen den Mund stopfen, dass sie ruhig sind und nicht da weitermachen. In Vers 13 bis 15 sagt er, dieses Zeugnis ist wahr, dass sie diese Charakterisierung durch den Dichter Epimenides, so ein bekannter Spruch, eben die Kreter sind Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr, sagt Paulus. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Es geht um Gesundheit im Glauben. Es ist interessant, dass in der Bibel gar nicht so von der richtigen Lehre gesprochen wird, sondern in den Pastoralbriefen haben wir von der gesunden Lehre. Weil gesunde Lehre führt zu gesunden Christen
und zu gesunder christlicher Praxis. Aber falsche Lehre, Irrlehre führt eben zu ungesunder christlicher Praxis und macht die Leute kaputt. Ja. Und es ist eher von der Wirkung der Lehre her, nicht von objektivem richtig-falsch. Das ist eher so unser Denken. Ist es richtig oder ist es falsch? So denken wir. Aber Paulus sieht da viel praktischer, typisch jüdisch, der wird die Sache viel praktischer angeschaut. Ist es gesund, hilfreich, dient das? Oder ist es eben ungesund und schadet den Leuten, die Lehre? Also nicht vom griechischen Denken her richtig-falsch, sondern in erster Linie dient es, hilft es, baut es auf, ist es gesund oder schadet es? Und die Irrlehrer sollen scharf zurecht gewesen werden. Ja, also deswegen weise sie scharf zurecht, weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Und zu dieser Gesundheit im Glauben gehört eben dazu, dass man nicht auf jüdische Legenden achtet und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Das wäre ein ungesunder Glaube. Ja. Und dann nehmen wir ein konkretes Beispiel. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber ein Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Also in diesen, gerade von diesen jüdischen Irrlehrern, jüdische Fabeln, jüdische Legenden, aber eben auch dieses Thema, das darfst du essen, das darfst du nicht essen und so weiter, das darfst du anfassen, darfst du nicht anfassen. Dieses Thema Reinheit an äußerlich Dingen festmachen. Und Paulus ist ja ganz stark dagegen. Er sagt, denen, die innerlich rein sind, durch Jesus Christus gereinigt sind, denen ist alles rein. Und denen, die befleckt sind und die ungläubig sind, denen ist nichts rein, sondern ihre Gesinnung und auch ihr Gewissen ist befleckt. Ja. Also in dieser Auseinandersetzung mit den Irrlehrern steht Titus und auch in den anderen Städten wird es nicht anders aussehen. Da sind auch die Gemeindeleiter herausgefordert, mit solchen Leuten umzugehen und dagegen zu halten, damit die nicht da die ganzen Häuser verkehren und verwirren und die Leute dann einen ungesunden Glauben leben, weil sie sich beeinflussen ließen von diesen Irrlehrern. Anweisung an diverse Personengruppen haben wir in Kapitel 2, 1 bis 10. Und wir haben an Titus Anweisungen, dann an ältere Männer, an ältere Frauen, an junge Männer und dann an Sklaven. Also wir haben eine gewisse Ordnung. An Titus richtet er sich zweimal, aber ich habe es hier einfach, weil ich das nach Personengruppen ordne, einfach auch zusammengenommen, die Verse 7 und 8, und schauen, okay, welche Anweisung gibt Paulus an Titus? In Kapitel 2, Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Ja, im Gegensatz zu den Irrlehrern, die ungesunde Lehre verbreiten. In Kapitel 7, in Vers 7 und 8 sagt er, in allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Er soll als Vorbild guter Werke da sein. Er soll gute Werke tun, das ist ein riesiges Riesenthema im Titusbrief. Und er soll ein Vorbild darin sein, in guten Werken. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Also Titus als Vorbild im Leben, aber auch in der Lehre. Und er soll reden, nur das, was der gesunden Lehre entspricht. Also klare, sehr hilfreiche Anweisungen an Titus. Den älteren Männern hat Paulus auch kurz was zu sagen. Er soll nämlich den älteren Männern sagen, dass sie nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, wie diese Glaubensgesundheit im Glauben, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Ja. Glaube, Liebe, Geduld, auch alles Begriffe, die sonst auch häufig bei Paulus vorkommen. Aber dieses gesund im Glauben. Ja. Also haben die älteren Männer eine große Aufgabe und Verantwortung, sich in dieser Weise zu zeigen im Leben, nüchtern, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, gesund in der Liebe und in der Geduld, ja, ältere Männer. Den älteren Frauen sagt er auch etwas, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Also wie es angemessen ist für Menschen, die von Gott geheiligt sind. Alle Gläubigen sind Heilige Gottes und wie es sich eben für Kinder Gottes geziemt, für Heilige geziemt. Und da nennt er einige Sachen, was dann
das ausschließen würde in dieser Stelle, was den Heiligen eben nicht geziemt, dass sie eben nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben. Offenbar ist das in der Gesellschaft in Kreta da häufig der Fall, dass die älteren Frauen halt einfach verleumderisch herumziehen und über andere Leute herziehen oder dass die alten Frauen dann auch viel Wein trinken. Und sagt, bei euch in der Gemeinde darf das nicht so sein, sondern andersrum, sondern solche, die das Gute lehren, die das Gute lehren. Und sie sollen vor allem auch die jungen Frauen anleiten, wie es ja weiter heißt. Deswegen Anweisung jetzt als nächste Gruppe, die jungen Frauen. Sie sollen das Gute lehren, damit sie, also wohl die älteren Frauen, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Eigentlich würde man sagen, so selbstverständlich. Ja, ist es wahrscheinlich nicht, sonst würde es Paulus hier nicht extra erwähnen, dass man die jungen Frauen anleiten soll, ihre Männer zu lieben und die Kinderliebe zu haben und ihre Kinder zu lieben. Besonnen zu sein, keusch, also sexuelle Reinheit leben, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Weil wenn die Frauen, wir sind jetzt, ich sage nicht mehr Mann und Frau in der Gemeinde, heißt es ja, wir sind alle eins in Christus, also irgendwo gleichwertig. Und doch gibt es aber auch eine Reihenfolge und ein Haupt und eine Unterordnung. Und die Frauen sollen sich den Männern unterordnen, wie Christus sich der Gemeinde unterordnet und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Da gibt es also eine Hierarchie auch. Aber es dient vor allem dazu, dass die Lehre nicht verlässert wird, das Wort Gottes nicht verlässert wird. Also wenn jetzt hier in dieser patriarchalischen Gesellschaft die Frauen jetzt aufmüpfig wären und plötzlich so selbstbestimmt leben wollten und nicht mehr auf das hören, was die Männer auch sagen und sich praktisch so ausbrechen aus der Kultur auch, das würde nicht gut rüberkommen im Blick auf das Evangelium. Das würde dem Evangelium sehr schaden, wenn sie das jetzt sprengen würden. Aber es ist auch von Gott vorgesehen, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Ja, es ist nicht nur eine kulturelle Sache, sondern es ist auch von Gott so vorgesehen. Und die jungen Frauen sollen eben angeleitet werden in diese Richtung. Gleicherweise sollen auch die jungen Männer ermahnt werden. Und da wird nur eines erwähnt, wahrscheinlich weil es das sehr dringlich ist, besonnen zu sein. Also nicht unvernünftig in diesem jugendlichen Übermut Dinge machen, sondern einfach vernünftig, besonnen zu handeln. Ja, das muss den jungen Männern gesagt werden. Und dann hat Paulus noch ein Wort an die Sklaven. Die Knechte oder Sklaven ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen. Also diese Unterordnung unter Hierarchien, unter gegebenen Hierarchien ist etwas, was in der Bibel sehr hoch gehalten wird. Also Sklaven sollen sich auch hier unterordnen. Haben wir auch im 1. Timotheusbrief ein deutliches Wort gehabt in verschiedenen Zusammenhängen, wie Sklaven sich verhalten sollen. Und hier auch. Ist ja eine wichtige, auch zahlenmäßig sehr große Personengruppe in der damaligen Kultur. Also die Knechte, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, also gerne helfen, dienen, nicht widersprechen, nichts entwenden, also nicht klauen, sondern alle gute Treue beweisen. Und warum sollen sie gute Treue beweisen? Einfach auch immer im Hinblick darauf, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Also er ist nicht nur Sklave, sondern er ist auch ein Sklave, der an Jesus Christus glaubt und daher ein Aushängeschild von Christus. Und so wie er sich in seiner Arbeit verhält gegenüber seinem Herrn, seinem leiblichen Herrn, das hat eine Auswirkung, wie das Evangelium wahrgenommen wird. Bei uns auch nicht anders. Wenn wir als Christen uns bei der Arbeit nicht angemessen verhalten und wir sind als Christen bekannt bei der Arbeit, dann wirft das ein schlechtes Bild auf das Evangelium und auf Jesus Christus, wenn wir als Christen hier nicht vorbildlich und positiv sind in unserer Arbeit. Und so ist hier auch mit den Sklaven. Also sie sollen nichts entwenden, nicht stehlen, sondern gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters,
in jeder Hinsicht Ehre machen. Also interessant, diese Anweisung an die verschiedenen Personengruppen, sehr, sehr praktisch und durchaus heute noch voll relevant. Gottes Gnade erschien im Retter Jesus. Wir haben Wirkungen der Gnade in den Versen 11 bis 13. Ich habe den Text schon gelesen gehabt. Es geht um Rettung, Erlösung aus der Verlorenheit, ja, aus der Gottesferne werden wir gerettet, von unseren Sünden werden wir gerettet. Aber nicht nur das, dass wir halt gerettet werden, sondern dass wir dann auch einen veränderten Lebensstil an den Tag legen. Und im Blick auf die Zukunft haben wir eine klare Zukunftshoffnung, eine klare Zukunftserwartung, dass sie erfüllt wird, vor allem, dass Jesus wiederkommt. Also schauen wir uns das nochmal an, Verse 11 bis 13, Wirkungen der Gnade. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Heilbringend, also sie rettet uns, sie bringt uns das Heil, sie bringt uns die Rettung. Aber sie nimmt uns auch in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Das, was man eher vorher so gelebt hat im Lebensstil, ein gottloses Leben geführt, den weltlichen Begierden nachgejagt hat. Und stattdessen jetzt besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Ja, das ist dieser veränderte Lebensstil. Wenn du richtig in der Welt warst und zum Glauben kommst, dann wirst du nicht so weiterleben können wie vorher. Ja. Veränderter Lebensstil. Und das bewirkt auch die Gnade. Ist das Ziel der Gnade, dass wir einen veränderten Lebensstil haben. Und dann hat es aber auch im Blick auf die Zukunft Auswirkungen, diese Gnade, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Also wir erwarten die Wiederkunft Jesu. Er ist unsere glückselige Hoffnung, die uns glückselig macht und auf den wir hoffen. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten, man könnte sagen, nämlich, was erwarten wir? Die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, das heißt unseres Retters Jesus Christus. Das ist der Höhepunkt, worauf wir warten. Ja, ganz wichtig, dass wir uns da ausrichten und sagen, was erwarten wir von der Zukunft? Wir erwarten, dass Jesus Christus wiederkommt. Dieser herrliche Gott, dieser herrliche und große Gott, dieser Retter, unser Retter Jesus Christus, er wiederkommt auf diese Erde und dann sein Reich sichtbar aufrichtet. Und das wird auch zu einer völligen Wiedergeburt dieser Welt führen. Jesus spricht von einer Wiedergeburt der Welt, wenn er kommt. Und so wie der einzelne Mensch wiedergeboren wird und dann im Lebensstil völlig verändert wird, so wird, wenn Jesus kommt, auch diese Welt wiedergeboren und sie wird in ihren Fundamenten und wie das Leben gestaltet wird hier, radikal verändert werden von Christus her. Also wir haben sehr wichtige Dinge hier. Wirkung der Gnade, die Errettung, dieser veränderte Lebensstil, dass sich das dann ändert und dass wir diese wunderbare Hoffnung haben auf das Erscheinen unseres Gottes Jesus Christus bei seiner Wiederkehr mit allem, was dann da dazugehört. Und er spricht dann auch von Jesus als unserem Gott und Retter in 13b und redet davon, dass sein Erscheinen in Herrlichkeit sein wird. Aber bevor er in Herrlichkeit wieder erscheint, hatte er sich eben selbst ausgeliefert und das auch mit einer Absicht im Blick auf uns. Der sich selbst für uns hingegeben hat, diese Selbstauslieferung, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen, das ist das Ziel, was er hatte. Warum hat er sich hingegeben? Um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. So wie Israel das Eigentumsvolk Gottes ist, so hat Jesus Christus die Gemeinde als sein Eigentumsvolk erlöst und es gereinigt. Und er hat mit diesem Volk etwas vor, hat eine ganz bestimmte Absicht mit diesem Volk, nämlich gute Werke zu tun, heißt es hier. Das ist die Absicht, weshalb er uns auch errettet hat. Ja? Er hat sich ein Volk errettet, ausgesondert, gereinigt. Und jetzt soll dieses Volk mit Fleiß, eifrig heißt es hier, mit Fleiß gute Werke tun. Ja. Und dann haben wir so einen Übergangsabschnitt, wo Titus als Seelsorger vorgestellt wird. Werden wir sehen, was er konkret zu tun hat, aber vor allem hier auch, was Seelsorge bedeutet. Und wir haben da verschiedene
Begrifflichkeiten, die hier vorkommen in diesem Abschnitt Kapitel 2, Vers 15 bis 3, Vers 2. Es sind nur drei Verse, ja, aber es kommen zentrale Begriffe vor, die mit Seelsorge zu tun haben. Natürlich hängt es auch einfach an der Übersetzung jeweils, die man benutzt, aber ich habe hier, glaube ich, sind sogar die Verben von der neuen evangelistischen Übersetzung, aber es geht um lehren, ermahnen. Ermahnen heißt immer auch ermutigen, ermuntern, ermutigen, aufmuntern. Ja? Lehren, ermahnen oder auch ermutigen, zurechtweisen. Er spricht von nachdrücklich ins Gewissen reden. Gleichzeitig sich nicht geringschätzig behandeln lassen, also das nicht zulassen, dass andere einen da geringschätzig behandeln, in der Position, die Titus jetzt hat. Und auch mit Erinnern oder Einschärfen, immer wieder auch erinnern an Dinge, die Leute auch schon wissen, schon kennen, schon gehört haben. Man muss immer wieder erinnern, immer wieder einschärfen, dass die Sachen auch laufen. Also es ist interessant, wenn man nur diese Verben anschaut, was der Seelsorger auch für eine Aufgabe hat. Und dann sehen wir inhaltlich gesehen, was hier eine Rolle spielt und bedacht werden muss. Es fängt an mit Vers 2, Vers 15, wo er sagt, dieses sollst du lehren, mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Ja. Also dieses sollst du lehren. Was sollte er lehren? Das ist das, was gerade eben gesagt worden ist, dieser christologische Fokus, ja, diese Betonung des Heilsplanes Gottes und wozu das Heil auch gekommen ist, das er gerade eben genannt hat, beschrieben hat in Kapitel 2, 11 bis 14. Also von daher, Aufgaben eines Seelsorgers ist immer auch diesen christologischen Fokus, immer vom Heil her zu denken, ja, Heil, Heiland, was er getan hat und wozu er uns gerettet hat, was wir jetzt tun sollen, nachdem wir gerettet sind, das soll immer bedacht werden. Dies sollst du lehren mit allem Nachdruck, ja, dieser christologische Fokus. Dann im Umgang mit seiner Person soll er nicht zulassen, dass er so abschätzig behandelt wird. Niemand soll dich geringschätzen. Warum auch immer das jetzt kommt, ob es mit dem Alter zu tun hat, wie bei Timotheus, der sehr jung war, oder keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil er vielleicht kein Einheimischer ist, kein Eingesessener, nur ein Abgesandter des Paulus, kommt er nicht ursprünglich aus Kreta. Also irgendwie Ursachen hat es wohl, dass er gering geschätzt wird, aber er soll das nicht mit sich machen lassen. Du musst auch als Seelsorger nicht alles mit dich machen lassen. Dann das Verhalten gegenüber dem Staat ist Paulus immer wieder wichtig, auch im Römer 13, auch im ersten Timotheusbrief haben wir das, aber auch hier, Petrus bringt das auch, das Verhalten zum Staat. Erinnere sie, dass sie sich den regierenden Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind. Und dann wieder diese typische Betonung von Paulus, zu jedem guten Werk bereit. Ja, wenn man erinnert, dass die Kreter so als faule Bäuche dargestellt wurden, Paulus betont immer, Leute, es ist wichtig, gute Werke zu tun, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Ja, die Christen müssen angeleitet werden, aus ihrer Trägheit rauszukommen und sich aktiv zu beteiligen, eifrig sein in guten Werken, wie es in Vers 14 steht, oder hier auch wieder, wie es heißt, zu jedem guten Werk bereit sein. Ja. Und der Obrigkeit gegenüber sich ordnungsgemäß verhalten, also sich unterordnen unter die Obrigkeit und der Obrigkeit gehorchen. Er spricht ja hier nicht von einer Tyrannei, sondern von einer normalen staatlichen Obrigkeit. Bereitschaft zu jedem guten Werk wird angemahnt wieder. Und der Umgang mit Menschen allgemein wird auch beschrieben, wie sollen wir einfach miteinander umgehen, wie sollen wir als Christen auch mit anderen Menschen umgehen. Und da sagt er hier in Vers 2, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind. Also Christen sollen nicht als Lästermäuler bekannt sein, die rumgehen und immer nur ablästern über irgendwelche andere Leute. Ja, das ist ganz, ganz schlecht. Ja, aber es gibt so oft Menschen, die so unterwegs sind, leider. Ja, das sollen Christen nicht sein. Und also niemand verlästern, aber auch nicht streitsüchtig sein, hat Paulus auch dem Timotheus eingeschärft. Ein Diener Gottes soll nicht streiten, ja. So streitsüchtig sein.
ja, nicht streitsüchtig, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Sanftmut ist eine Eigenschaft, die Jesus auch speziell kennzeichnet, dass er sanftmütig war und mit Menschen ganz liebevoll umgegangen ist. Ja. Und das ist auch unsere Messlatte, sanftmütig gegenüber allen Menschen alle Sanftmut erweisen. Unser Leben vor und nach der Wiedergeburt wird in den Versen 3 bis 7 des dritten Kapitels vorgestellt. Er charakterisiert das alte Leben in Vers 3. Dann zeigt er den Wendepunkt, den es dann gab im Leben der Gläubigen. Und dann das neue Leben, welche Charakteristik dieses neue Leben hat. Und das ist natürlich schon sehr anders als vorher. Das alte Leben charakterisiert Paulus hier in Vers 3. Denn auch wir, und das ist der Grund, weshalb wir alle Sanftmut gegenüber allen Menschen beweisen sollen, wir dürfen nicht nur die Menschen anschauen, wie sie im Moment sind, sondern auch anschauen, wie sie durch Christus werden könnten. Ja? Wie sie durch Christus werden könnten. Und deswegen alle Sanftmut erweisen gegenüber allen Menschen, denn auch wir selbst waren einst unverständig, ungehorsam, wir gingen in die Irre, wir dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Also natürlich sehr pauschalierend hier. Es trifft jetzt nicht für jeden Menschen individuell unbedingt hier alles zu, aber es charakterisiert schon die Menschen ohne Gott, ja, und unverständlich, ungehorsam, in die Irre, Lüsten und Vergnügungen abhängig, lebten in Bosheit und Neid, Riesenthema, verhasst und einander hassend, also man ist nicht mit Liebe aufeinander zugegangen. Das ist so charakteristisch des alten Lebens. Und dann kommt eben dieser enorme Wendepunkt durch Gott. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, also als Christus kam, da ist diese Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschienen in Jesus Christus, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, also aufgrund von, weil wir so gut waren, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit hat er uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt, also durch die Wiedergeburt, die ein Reinigungsbad ist. Wir werden ja nicht durch die Taufhandlung gerettet, sondern durch den Glauben an Christus werden wir gerettet, indem wir seinen Namen dann bekennen, uns zu ihm bekennen. Wer von Herzen glaubt, mit dem Munde bekennt, der wird errettet. Ja, nicht durch Säuglingstaufe, sondern durch die Wiedergeburt werden wir errettet, die aber ein Reinigungsbad ist, wo wir grundsätzlich rein gemacht werden. Und diese Wiedergeburt ist gleichzeitig auch die Erneuerung, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Er macht uns zu einem neuen Menschen. Ja, wir werden eine neue Kreatur durch die Wiedergeburt. Und diesen Heiligen Geist hat Gott reichlich über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Aber das nicht als Selbstzweck, damit wir halt gerettet sind, Punkt, sondern damit wir gerettet sind und jetzt als Gerettete für ihn aktiv sind. Und was sollen wir tun? Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Also sollen dann auch das ewige Leben ererben, gemäß der christlichen Hoffnung, die wir haben, dass es mit dem Tod eben nicht alles aus ist, dass es eine Auferstehung gibt und ewiges Leben über den Tod hinaus. Und dieses neue Leben ist eben geprägt durch, wir sind gerechtfertigt und wir haben Hoffnung auf das ewige Leben. Umgang mit Gläubigen und Irrlehrern, wir kommen jetzt zum Schluss, ist gleich zu Ende dieser Brief, Vers 8 wird der Umgang mit Gläubigen besprochen und in Vers 9 bis 11 der Umgang mit den Irrlehrern. Und im Umgang mit den Gläubigen sagt er, glaubwürdig das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, eben Umgang mit Gläubigen. Was soll er den Gläubigen lehren und sagen? Hier auf den Punkt gebracht, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig
gute Werke zu tun. Jetzt frage ich Sie mal ganz persönlich, sind Sie darauf bedacht, ist es Ihnen ein Anliegen, ist etwas, was Sie umtreibt, womit Sie darüber nachdenken und auch in dieser Richtung ständig aktiv sind, mit Eifer gute Werke zu tun? Ja. Das Stichwort gute Werke ist im evangelischen Raum fast ein bisschen ein verbranntes Wort, weil man ist so gepolt auf Rechtfertigung allein durch Glauben, nicht durch Werke, dass man dann fast vergisst, wie wichtig auch gute Werke des Gläubigen sind. Nicht um gerettet zu werden, sondern als Geretteter zu leben, bedeutet eben mit Eifer auch gute Werke in aller möglichen Richtungen zu tun, was anderen Menschen dient. Und deswegen sagt auch, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das ist gut für den, der die guten Werke selber tut. Also für den Täter von guten Werken ist es ist schon mal gut, gute Werke zu tun. Und natürlich den Menschen, denen er dient, ist es erst recht gut auch. Ja? Aber alle profitieren. Der, der Gutes tut und der, dem Gutes getan wird. Deswegen ist es eine rundum gute Sache. Und die Gläubigen sollen mit Nachdruck, soll es ihnen eingeschärft werden. Wenn du gläubig geworden bist, dass du darauf bedacht bist, dein Denken, Sinnen und Trachten muss darauf fokussiert sein, mit Eifer gute Werke zu tun. Das ist einfach eine gute Sache für dich und für andere. Im Umgang mit den Irrlehrern ist etwas anderes angezeigt. Paulus ermahnt hier Titus in zwei Richtungen, was da zu tun ist. Einmal keine Beteiligung an törichten Streitfragen. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister, da sehen wir auch wieder diesen jüdischen Touch dieser Irrlehrer, die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten, Auseinandersetzungen über das Gesetz, meide. Meide. Verschwende keine Zeit damit. Hat er Ähnliches auch dem Timotheus nahegelegt. Warum soll es meinen? Sie sind unnütz und nichtig. Und was soll aber tun mit einem so einem sektierischen Menschen, der in der Gemeinde auftritt und ständig eben die falschen Dinge macht? Und da heißt es, da ist man nicht ausgeliefert, schutzlos, sondern als Leitungsperson hat man hier Verantwortung. Und da heißt es hier, einen sektierischen Menschen, also sektierisch ist einer, der so sich absondert und seine eigenen Sonderlehren hat, und dann möchte es andere da auch mitziehen, dass er sich so um sich versammelt mit seinen Sonderlehren, seinen Spezialthemen. Ja. Sektierische Menschen gibt es leider immer wieder. Ja. Ein sektierischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab. Also du sollst ihn einmal zurechtweisen, diesen sektierischen Menschen. Sollst ihn auch ein zweites Mal zurechtweisen. Aber wenn dieser Eigenprödler und sektierische Mensch einfach weitermacht und sich nichts sagen lässt und nicht hört, dann muss er abgewiesen werden und ihm muss eine Schranke davor gesetzt werden und sagen, no, hier hast du keine Möglichkeit, das geht nicht. Ja. Da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Ja. Also er geht fehl, er sündigt, er geht irre mit seinen Sondersachen und hat sich dadurch selbst auch ein Urteil gesprochen. Der Brief endet mit letzten Anweisungen an Titus, ganz praktisch, er soll zu Paulus zurückkehren nach Nikopolis, wo Paulus plant zu überwintern. Entweder ist er schon dort oder will in Kürze dort sein über den Winter und Titus soll ihn dann dort in Nikopolis treffen. Das wird in Vers 12 gesagt. Dann spricht er von wahrscheinlich Reiseevangelisten von Zenas und Apollos, die dann zur Reise ausgestattet werden sollen, wahrscheinlich keine Urlaubsreise, sondern eine Dienstreise, weil die fürs Evangelium unterwegs sind. Und die sollen ausgestattet werden in Vers 13 und dann nochmal Anleitung der Gemeindeglieder zu guten Werken. Das ist Paulus so wichtig hier in diesem Brief, wo die Kreter vielleicht zur Faulheit neigen. Faule Bäuche wurde ihnen attestiert, dass sie angeleitet werden, wirklich sich zu engagieren und sich aktiv zu sein in guten Werken. Ich lese nochmal diese Vers 12 bis 14. Wenn ich Artemas zu dir senden werde, oder Tychikus, wahrscheinlich die Ablösung für ihn, ja, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen. Also eine klare Anweisung. Wenn die zwei kommen,
Wahrscheinlich haben die auch den Brief dann überbracht, den Titusbrief. Ja, und die sollten ihn dann wohl ablösen, dann dort in seiner Verantwortung. So beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Also wahrscheinlich ist er schon dort oder plant, dort bald zu sein. Dann Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos, wahrscheinlich dieser Evangelist und Bibellehrer Apollos, den wir in der Apostelgeschichte auch kennen. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Also eilends voraus, wahrscheinlich sollen die ihm sogar noch vorauseilen, bevor er danach kommt. Und ihnen soll nichts fehlen, er soll sie großzügig für diese Reise ausstatten, weil sie ja im Dienst Gottes unterwegs sind. Und dann, die Unsern sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Also er gibt diese Anweisung an Titus, die auszustatten, Zenas und Apollos. Für Titus auch kein Thema, als Mitarbeiter des Paulus weiß er, wie das läuft und dass Leute, die für das Evangelium unterwegs sind, immer wieder auch Unterstützung, auch materielle Unterstützung brauchen. Und da ist er sicherlich auch großzügig, der Titus. Aber es geht nicht darum, dass nur die Leiter immer geben. Ja, und die sowieso schon geben und das kapiert haben, großzügig zu sein mit ihrem Geld und anderen zu unterstützen, sondern die anderen sollen das auch lernen, ja, die eher passiver sind an dieser Stelle. Die müssen es noch angeleitet werden, auch sich hier zu beteiligen, wie er eben jetzt hier sagt. Die Unsern sollen aber auch lernen, nicht indem du das alles immer machst, aus deiner eigenen Tasche, sondern die Unsern sollen auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun. Also in dem Fall jetzt wahrscheinlich auch Geld zu geben, um Nöten zu begegnen. Und gute Werke sind manchmal einfach auch Geld spenden, damit sie nicht unfruchtbar sind, weil das ihnen ja auch als Frucht des Geistes dann am Schluss gut geschrieben wird. Der Brief endet mit einem Grußwechsel. Also die Briefe gehen aus der Richtung des Paulus hin zu Titus und dann mit einem Gnadengruß. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Also er bekommt Grüße überstellt von den Christen im Umfeld des Paulus, die Titus wohl bekannt sind, wer das ist. Deswegen werden sie hier namentlich gar nicht genannt. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Also da wird Titus auch, entweder meint er da alle Christen, ja, oder auch vielleicht auch einige speziell, die eine besondere Beziehung zu Paulus haben, die dann auch speziell von Paulus, von Titus dann gegrüßt werden sollen, wie es hier steht. Es grüßen dich alle, die bei mir sind, grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Also schon eher die ihm etwas nahestehen. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Euch, weil er nicht nur Titus letztlich Adressat des Briefes ist, sondern Titus ist der Hauptadressat. Aber natürlich soll durch diesen Titusbrief auch die anderen Gemeindeleiter vorwärts gebracht werden und ermutigt werden und ermahnt werden. Und deswegen die Gnade sei mit euch allen, also mit Titus und allen Christen hier auf Kreta, denen er da dient. Ja. Also ein erstaunlich kurzer und doch sehr inhaltlich sehr reicher Brief, sehr wertvoller Brief und ist gerade für Leute, die in pastoraler Verantwortung stehen, sehr wichtig, immer wieder gerade die Pastoralbriefe auch für den eigenen Gebrauch zu lesen und sagen, bin ich noch auf der Spur? Ja, bin ich mit dieser gesunden Lehre, mache ich das, was ich tun sollte? Auch hier im Titusbrief diese guten Werke betonen, ja, wo Paulus hier gerade im Titusbrief so viel Gewicht drauf legt. Timotheusbrief hat viel von Glaube und Liebe gesprochen und hier hat er sehr viel von diesen guten Werken gesprochen, wozu die Gläubigen angehalten werden sollen und eifrig dabei sein sollen, weil das ist gut für sie und auch für die anderen.